müssen jetzt erstmal das Labor erkunden. Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Okay. Gäste haben keinen Zutritt. Ja, Gäste haben keinen Zutritt, ist ja gut. Wir haben ja das grüne Band von Cherry bekommen, womit wir ja so ein bisschen mehr machen können. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ach du schöne. Schöne Geschichte. Da ist auch noch einer. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie ein Upgrade bekommen, weil durch diese blauen Türen kommen wir nicht durch. Durch diese Türen hier schon. Jetzt mal. Und. Oh, wieder so. Oh, der war nicht gut. Warte mal, wir probieren mal. Nee, wir nehmen mal die hier. Was zur Hölle? Was hat der überlebt? Okay. Ich hätte gehofft, dass die Munition ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr Durchschlagskraft hat. Aber, nö. Oh, hier ist jemand. Du Arschloch. Grill. Lecko mio. Alter, die ist aber wirklich gegrillt. Komm hin. Jawohl! Damit sind wir jetzt Mitarbeiter. Gut, nein, kommen wir jetzt nach vorne durch den Haupteingang, durchs blaue Tor. Schauen wir mal. So. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ja, okay. Chief Cartwright braucht irgendwas von uns. Und... wo sind wir denn hier gelandet? Okay, dem geht's auch nicht mehr so gut. Also, ist das Antivirus im Westbereich? Gut, gucken wir mal, wie wir jetzt hier die ganze Sache aufkriegen. Ah! Wonderful! Wir können die Brücke öffnen. So, anscheinend gibt's aber noch mehr Codes. Ah, jetzt die grünen, blauen. Es gibt hier noch so ein Violett. Oder Lila. Nicht Violett. Was haben wir hier? Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Ja, ist ja gut. Führungspersonalrechte für bla bla. Hast nicht gesehen. Ist gut. Ja, gut. Wir werden uns jetzt noch die Armbänder allesamt besorgen. Ja, gucken wir erstmal, was wir hinten noch so finden. Und dann schauen wir mal weiter, wann wir hier die anderen Armbänder finden. Ne? Also muss man ja auch sagen, die... Armbänder sind anscheinend sehr, sehr, sehr wichtig. Irgendeine Art und Weise. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Eieieiei. Aber hier kriegen wir unser nächstes Bändchen. Da leuchtet's. Aber das ist ja schon das große Bändchen, also das violette Bändchen. Das ist okay. Oh Gott. Das ist furchtbar. Ja, das ist richtig. Das siehst du vollkommen korrekt. Was haben wir hier? Hier brauche ich wieder den Stufe 3. Okay, also wir brauchen erstmal Stufe 3, damit wir dann danach Stufe 4 kriegen können. Was ist das denn hier? Aha. Lösung wird zerstört. Ah, okay. Also hier müssen wir eine Lösung reinpacken, damit wir die... Pflanzen, die wir da so sehen, ein bisschen wegkriegen. Okay, wir können so eine Kartusche mitnehmen. Ah, guck mal an, was haben wir denn hier Feines? Hier können wir die Sachen Combination benutzen. Genau. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Warte mal, das muss ich jetzt tauschen. So, jetzt. Dann das tauschen. Und das abfüllen. Richtig? Richtig! So, damit haben wir jetzt die Kartusche hier abgefüllt. Bisschen hin und her. Aber es ging. Und jetzt können wir mit dem, glaube ich, das Ganze versprühen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Wenn wir uns das gleich nochmal angucken, oder? Ja, schauen wir uns mal kurz benutzen. Schauen wir mal. Nee. Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Aha.
Außerhalb des... Was? Alter, hier ist aber frisch. Verdammt! Hätte meinen Parker einpacken sollen. Ja, hier ist auf jeden Fall sehr, sehr... frisch. So, das heißt, ich kann jetzt mit dem Ding... die Temperatur jetzt auf jeden Fall minimieren. Um dann die ordentliche Temperatur zu bekommen. Und dann die Säure zu versprühen, damit dann das ganze Gewächs da rausgeht. Alter, sieht zwar nice aus. Schon da. Dann kriege ich nämlich das Armband von dem anderen. Der in der Nase runterfällt. Ich glaube ja. Kühlvorgang abgeschlossen. Kühlvorgang abgeschlossen. Okay, okay, okay. Also können wir jetzt erstmal wieder zurück zum Labor, um das Mittel einzudütteln. Dann sehen wir uns da gleich wieder. So, dann sind wir jetzt hier angekommen. Wir können jetzt hier unser neues nices Mittel benutzen. Dann können wir jetzt hier gleich die Pill-Doktore abholen. Lösung wird zerstäubt. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, ist, wenn jetzt die Lösung eh zerstäubt wird. Alle Viecher, die jetzt da drin waren, sind ja hoffentlich jetzt kaputt. So viel zum Thema Unkrautbefall. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ja. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Okay. Achso, hier komme ich nicht rum. Da steht natürlich wieder auf. Die stehen alle wieder auf. Ey, ey, die sind alle so gemein zu mir. Ey. So, warte kurz. Ausrüsten. So, Boys and Girls. Please come here. Haben wir hier nicht gewettet. Ja, jetzt haben wir Level Dry. Und mit Level Dry können wir doch wieder zurückgehen. Und könnten doch jetzt mit Level 3 die andere Tür öffnen. Also hier, ne? Die andere Brücke, meine ich. Gidi! So, auf geht's. Brücke ist gefunden. Genau, und unsere Hauptaufgabe ist ja immer noch, von unserer Top-Mutti hier, die Tochter, ja, irgendwie ein Antivirus zu finden für die kleine Marke. Für Cherry. Okay. Also jeder Resident Evil-Teil sagt mir jetzt eigentlich, geh nicht weiter. Aber wir gehen weiter, because... We can. Das sieht sehr nach Bossfight hier gerade aus. Bin ich ehrlich? Habe ich ein bisschen Schiss vor. Okay. Und es wird nicht besser. Das sieht nicht gut aus. Gut aus. Ich finde das nicht so schön. So, warum finde ich hier... Also warum habe ich hier A, einen Safe Point? Und B, warum finde ich jetzt gerade hier so... nicht gerade verkehrt? So viel Munition. Und was soll ich jetzt hier reinpacken? Ich hab doch gar nichts. Verdammt! Oh, sieh mal an. Toll! Das Medaillon von Cherry! Stimmt! Oh ja! Hab dich! Und jetzt kann ich mit dem Ding wieder zurück zu Cherry, um... Gott sei Dank! Ah, zu Sherry zurückkehren. So sieht's aus, ne? Gehen wir mal wieder zurück zu Sherry. So, ich hoffe jetzt, dass mir hier auf dem Weg hier hin nichts passiert.
vergebens. Kann ich jetzt eigentlich einfach wegrennen? Wäre das schon wieder eine Option? William! Okay, anscheinend nicht. Das endet jetzt. Was hat sie für eine Lösung? Hat sie auch einfach nur eine Säure-Dings da reingeschmissen oder war das eine andere Lösung? Was ist dieses Ding? Na? Das war mal mein Mann. Shit. Das ist wirklich Sherrys Vater. Oh Leute, es war noch der Typ. Ich glaube, das bringt nicht mehr viel. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht, wieso. War er nicht gerade schon tot? Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Das ist aber traurig. Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie. Oh. Ich glaube, Moody aus. Ich mach das. Okay. Alter, der mutiert ja immer noch. Was ist denn mit ihm verkehrt? William. Ich glaube, dass die Lösung nicht drin ist. Bin ich ehrlich? Nein! Achso, und jetzt fährt sie ihn. Ich mach das! Oh nee, meine Güte. Kümmern Sie sich um Sherry. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich habe eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Das endet jetzt. Was? Bitte. Munition. Irgendwas. Von mir aus auf Grenades. Nein. Bisschen. Fängst dir noch ein paar. Hilfespray, das werde ich gebrauchen. Munition, das müssen wir kombinieren. Hallo! Ich baller dich so zu mit Säuregranaten, wie es nur geht. Kombinieren! Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Kann ich hier ganz kurz Pause? Stop and go. Lass mich. Endlich. Jawohl. Oh, leco mio am S. Meine Fräse, ey. Das? Ziel wurde eliminiert. Quarantäne aufgehoben. Das war gar nicht so einfach.